Bei der Pyrolyse lassen sich Holzabfälle in wertvolle Stoffe umwandeln. Pyro heißt Hitze und Lyse bedeutet auflösen. Zuerst verdampft das Wasser aus dem Holz. Sämtliche Gase werden dabei aufgefangen. Ein Teil dient als Quelle der weiteren Aufheizung. Nebst Wasserdampf werden nun auch Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Holzessig aus dem Holz ausgeschieden. Holzessig ist flüssig und ist ein wertvoller Rohstoff für viele weitere Industrieprozesse. Ab 200 bis 300 Grad Celsius kommen nun auch Methanol, Aceton und Formaldehyd dazu. Auch dies sind wertvolle Rohstoffe für weitere Verwendungen. Bei 300 bis 400 Grad Celsius entstehen Methan und weitere Gase, welche sich gewinnen und nützen lassen. Die Holzabfälle nehmen nun langsam eine dunkle Färbung an und beginnen sich zu Pflanzenkohle umzuwandeln. Ein Teil der ausgeschiedenen Gase kann der Erzeugung von Strom und Fernwärme dienen. Aus 100 Teilen Holzabfällen werden so rund 25 bis 30 Teile vielseitig einsetzbare Pflanzenkohle. Kennt man diese Umwandlung in der Pyrolyse, wird das reine Verbrennen von Holz zu einem altmodischen Verfahren, welches nur Wärme produziert. Wichtig: Die Holzverbrennung erzeugt auch noch Problemstoffe wie Feinstaub und Asche. Auch ist es nicht ganz richtig, die Holzheizung als klimaneutral zu bezeichnen. Warum? Wird Holz aus dem Wald für Brennholz produziert, fehlt nun die natürliche CO2-Aufnahme des Baumes. Zudem können schlecht eingestellte Holzheizungen Gase teilweise im Raum verteilen, welche in der Pyrolyse im geschlossenen Kreislauf bleiben oder gefiltert werden. Die Infratres GmbH bietet Dienstleistungen rund um das Thema Pyrolyse und Einsatz von Pflanzenkohle. Schulungen, Vorträge, Fachartikel, Ausstellungskonzepte, Videodokumentationen und technische Trickfilme gehören dazu.